Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Urlaub. Zumindest in meinem Urlaub, denn ich habe ab heute, und ab heute ist für mich Donnerstag, Urlaub und ich drehe die Bücherwoche schon relativ früh in dieser Woche, weil ich über das Wochenende weg bin und Freitag und auch Samstag nicht zum Drehen gekommen wäre und Sonntag komme ich erst nach Hause. Dementsprechend drehe ich die jetzt am Donnerstag, habe daher natürlich noch nicht alle Bücher, oder hätte vielleicht mehr Bücher fertig, wenn ich bis Samstag noch gelesen hätte oder gehört hätte. Aber ich denke, ich habe auch so genug zu erzählen. Ja, ich bin in meinem dreiwöchigen Urlaub jetzt für den Sommer angekommen und er begrüßt mich heute Morgen mit Gewitter und Regen. Ein absoluter Traum. Die letzten drei Tage war es heiß, es war über 30 Grad, es war sonnig und ich saß in der Spätschicht im Büro. Ja, genau so sollte es sein. Und heute Morgen, wo man denkt, oh, gleich mal mit einem heißen Kakao auf dem Balkon zum Frühstücken. Ja, es regnet und hat schon gewittert. Das ist, deswegen muss ich selbst so ein bisschen strahlen in Leuchtfarbe. Und das Wetter tut mir aber keinen Abbruch. Ich meine, auch an so einem Regentag macht man natürlich ein bisschen was. Lesen. Ich habe einiges auf der To-Do-Liste, was den Haushalt und das Haus betrifft. Zwar auch Auto waschen, aber das macht bei Regen jetzt nicht so viel Sinn. Fenster putzen theoretisch auch nicht, aber ich komme hier total ins Schwafeln. Ich freue mich einfach sehr auf meinen Urlaub, auf die freie Zeit, die ja bei mir tatsächlich gar nicht so die große Lesezeit ist. Ich neige ja im Urlaub dazu, gar nicht exzessiv irgendwie zu lesen, weil ich halt wirklich viel draußen unterwegs bin und dann meistens nur abends zum Lesen komme. Aber wir gucken einfach mal, wie der August dann so läuft. Mit dem Juli war ich ja ganz zufrieden. Aber jetzt die Bücher der letzten Tage und innerhalb der letzten Woche mehr oder weniger. Ja, ich hatte es letzten Samstag schon gezeigt. Ich habe zusammen mit Susan auf Immer gejagt von Erin Summerill gelesen und kann so viel schon mal verraten. Ich habe es dann tatsächlich am Samstag auch abgebrochen. Warum, weshalb, natürlich später. Dann ist bei mir am Samstag Sherlock eingezogen, der blinde Banker als Manga. Das ist der zweite Teil. Der erste Teil steht ja hier hinten, den seht ihr ganz gut. Und ich bin ja dank Sherlock auf den Genuss von Manga gekommen, habe mich sehr gefreut, als der zweite Manga bei mir jetzt eingezogen ist und habe den direkt am Samstag auch verschlungen, sozusagen. Dann habe ich schon angefangen, ich glaube freitags, das Manuskript von Jackie Fellgut. Ja, mir war mal wieder nach einem Fellgut und ich habe das Buch ja schon fast ein Jahr, glaube ich, auch auf dem Sub oder knappen Jahr. Ich habe mir das ziemlich schnell nach Hashtag Folge deinem Herzen geholt, weil es nach einer tiefgründigen Geschichte geklungen hat und habe das dann auch gelesen. Dann habe ich am Montag begonnen, Ein Kuss aus Sternenstaub zu lesen von Jessica Curry. Habe das gestern Nacht auch noch beendet und habe mich sehr auf dieses Buch gefreut, weil ich schon zwei Bücher der Autorin gelesen habe. Das zweite war mir gar nicht so bewusst, dass es von ihr war. Und sie entführt uns hier in den Orient und Tausend und eine Nacht. Dann hatte ich mir als Hörbuch bei Audible die erste Staffel von Monster 83 geholt und habe die diese Woche auch angefangen. Eigentlich wollte ich mir das jetzt für meine Reise aufheben, um dann eben im Bus, im Grunde die erste Staffel anzuhören, was von der Zeit auch gut gepasst hätte, aber ich konnte dann doch nicht anders und habe diese Woche schon immer mal reingehört, habe knapp ein Drittel gehört und mehr dazu. Und zuletzt begonnen, jetzt gestern am 2. August, habe ich das Mädchen aus Brooklyn von Guillaume Musso. Das lese ich zusammen mit der lieben Chiara vom Kanal Books and Bakery. Und wir haben da jetzt erst einen Leseabschnitt gelesen, den gestrigen. Dementsprechend ist noch nicht so viel zu erzählen, aber einfach der Vollständigkeit halber gehört es natürlich schon so ein bisschen in diese Bücherwoche. Dann gab es natürlich Game of Thrones, es gab die aktuelle Flow und ich habe den Fehler gemacht, den Fernsehen Sonntagabend einzuschalten und bin in Tränen zerflossen und dazu dann natürlich auch ein bisschen was. Ja, aber wir starten mit dem ersten Buch und zwar Auf Immer gejagt von Erin Summerill ist erschienen April diesen Jahres im Carlsen Verlag. Wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Es gab hier ja die Blogger-Aktion,
Das hatte ich euch letzte Woche schon erzählt. Ja, und das Video haben Susan und ich zusammen gedreht und haben dann auch beschlossen, wir lesen das zusammen. Kostet gebunden 20 Euro als E-Book, 14 Euro, hat knapp 420 Seiten und wurde von mir nach knapp der Hälfte bei 240 circa abgebrochen. Und ja, es ist der Auftakt der Königreich der Wälder-Reihe und es hatte einen unglaublich spannenden Klappentext. Leider hat die Geschichte für mich nicht versprochen, was sie gehalten hat. Ja, wir sind hier in einer Welt, in der es zwei Königreiche gibt, die sich bekriegen. In dem einen Königreich ist Magie erlaubt und auch gewünscht, in dem anderen ist die Magie verpönt. Und diese beiden Königreiche waren eigentlich mal sehr friedvoll miteinander, haben dann aber eben das Bekriegen angefangen. Und wir treffen auf Tessa, deren Mutter eben Magie in sich trägt, die im Grunde ja geflüchtet ist in das andere Land und Tessa bei ihrem Vater gelassen hat, oder ist sie sogar gestorben? Guckt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist Tessa bei ihrem Vater aufgewachsen, immer so ein bisschen abtrünnig, denn sie ist ja die Tochter von so einer mit Magie. Und ihr Vater war der Kopfgeldjäger des Königs und ihr bester Freund war des Vaters Lehrling und eines Tages wird ihr Vater bei einem Job umgebracht und sie sitzt erstmal verlassen und verzweifelt in ihrem Haus, geht dann auf die Jagd, wird dort von den Soldaten des Königs gefunden und der Wilderei bezichtigt und darauf steht, glaube ich, sogar die Todesstrafe, ich weiß es gerade nicht mehr. Und sie soll eben, da sie eine gute Fährtenleserin ist, soll sie eben ihren besten Freund finden, der verdächtigt wird oder beschuldigt wird, ihren Vater umgebracht zu haben. Und die beiden kennen sich wohl seit Kindestagen und hat aber irgendwie was gegeben, was das Misstrauen gefördert hat. Und will sie eben ihren ehemaligen besten Freund finden, um dem Tod im Grunde selbst zu entgehen. Und wir begleiten jetzt im Grunde diese ganze Mannschaft und auch Tessa auf den Weg durch den Wald und erfahren auch von Tessa, dass sie eine besondere Gabe hat. Und soweit klingt die Geschichte tatsächlich ganz spannend. Man ist auch sehr schnell in der Geschichte drin und das ist auch das große Problem, denn die Schnelligkeit hat mir einfach nicht gefallen. Es ging rasend schnell, es ist so viel passiert auf 50 Seiten, man konnte gar nicht Luft holen, man konnte sich die Welt nicht vorstellen, man konnte sich die Menschen nicht vorstellen, man hat nicht verstanden, warum die Charaktere so agieren, wie sie es tun. Wie zum Beispiel, wir haben hier eine verletzte Tessa und beziehungsweise sie tut etwas, was dem Kommandanten nicht gefällt und der Kommandant lässt sie auspeitschen und sie bricht da natürlich unter Schmerzen zusammen und der Kommandant muss halt jetzt ein paar Tage warten, bis er weiter die Jagd nach ihrem besten Freund im Grunde fortsetzen kann. Das würde ein echter Kommandant einfach nie machen. Jemanden verletzen, der dann im Grunde ihn das einbüßt, dass er da ein paar Tage irgendwo festsitzt. Totaler Quatsch. Da waren uns Susan und ich auch absolut einig und mir hat der Schreibstil nicht gefallen, mir hat die Story nicht gefallen, dass sie zigmal gefangen genommen werden und ratzfatz wieder draußen sind und das ging alles viel, viel zu schnell und mir hat es nicht gefallen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Auch Tessa war mir ein total unsympathischer Charakter. Ich habe sie einfach nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum sie 2 Monate nach dem Tod immer noch im Haus saß, obwohl sie genau wusste, was ihr passiert. Ich habe nicht verstanden, warum sie so zweifelt an ihrem besten Freund. Ich habe das einfach nicht verstanden und ich verstehe es auch heute noch nicht. Und ich verstehe auch die Gedanken von ihr nicht und das ist mir alles viel zu weit an den Haaren herbeigezogen und ich finde auch einfach, dass sie unglaublich dumm und naiv ist und dafür, dass sie ja jemand ist, der das eigentlich nicht sein sollte, dass sie uns als starke Protagonistin verkauft wird, das ist sie nicht und die Geschichte wirkt auch sehr konstruiert. Das hat mir wirklich nicht so gefallen, das fand ich unglaublich schade, da gibt es wirklich viel, viel bessere Geschichten und ich habe dann einfach nach der Hälfte gesagt, hey Susan, sorry, ich lese das nicht weiter. Und Susan hat mir dann immer noch so ein bisschen berichtet via WhatsApp, wie die Geschichte so weiterging und was sie noch ein bisschen aufgeregt hat. Und ich denke mal, dass sie bestimmt in ihrem Vlog auch ein bisschen was darüber berichten wird. Und der kommt ja auch immer am Wochenende. Ich packe mal ihren Kanal in die Infobox. Schaut da mal vorbei.
erzählt sie noch ein bisschen mehr dazu. Ja, für mich leider wirklich ein Flop und auch ein Abbruch nach etwas über der Hälfte. Ich wollte einfach nicht weiterlesen. Es ist ein wunderschönes Buch optisch, aber inhaltlich leider wirklich überhaupt nicht das, was es äußerlich verspricht. Ja, mal gucken, was ich mit dem Buch dann noch so anstelle. Ja, dann ein ganz anderes Buch, das ich in einem weggelesen habe. Sherlock, der blinde Banker von Jay und Stephen Moffat und Mark Geddes. Zumindest stehen die alle hier drauf. Und das ist jetzt erschienen am 1. August diesen Jahres im Carlsen Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt und kostet in dieser Taschenbuch broschierten Ausgabe 13 Euro, hat ca. 200 Seiten und ja, ist der zweite Teil dieser Manga-Reihe. Der erste Teil steht hier oben, das ist eine Studie in Ein Fall von Pink, heißt das Manga, sonst ist es ja glaube ich eine Studie von, aber okay. Und ja, die Mangas beziehen sich ja auf die BBC-Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Ja, die ja auch hier stehen, die beiden. Ich bin absolut gesherlockt. Ich bin ein großer, großer Fan dieser Serie und bin auch gerade so dabei. Ich glaube, jetzt bin ich bei der dritten Folge der ersten Staffel. Ich habe parallel, wie ich den ersten Manga gelesen habe, die erste Folge angeguckt und jetzt dann die zweite in dieser Woche. Und es ist einfach toll gemacht. Also grafisch ist dieses Manga wirklich der Hammer. Ich liebe es, wie das gemalt wird. Ich gucke mal, ob man hier ein bisschen was Schönes sieht. Ich finde, Benedict Cumberbatch ist absolut gut getroffen. Bei Sherlock von Martin Freeman gespielt. Ja, man sieht es hier hinten auch ganz schön. Ich finde, der sieht tatsächlich immer sehr, sehr tragisch aus. Ich weiß auch nicht. Der hat immer so einen ganz merkwürdigen Blick, wo ich denke, Mensch, Martin Freeman guckt eigentlich nicht so. Oder häufig nicht so. Also, na, den finde ich nicht ganz so gut getroffen, aber Benedict Cumberbatch, ich finde absolut genial. Und in diesem Fall geht es ja darum, also beim blinden Banker, dass es eben geheime Zeichen gibt, die irgendwie auf einen chinesischen, wenn ich mich jetzt nicht irre, auf einen chinesischen Hintergrund zurückzuführen sind. Und wir haben hier eben scheinbare Selbstmorde, die für Sherlock aber eben keine Selbstmorde sind, sondern die eben schon Morde sind. Das analysiert er wieder genial. Und das ist wirklich ein sehr spannender Fall, der mir in der Serie schon sehr, sehr gut gefallen hat und jetzt auch als Manga. Und natürlich weiß man, wie es endet und wie es ausgeht. Das aber so gemalt zu sehen, ist einfach was ganz Besonderes. Ich finde das wirklich großartig gemacht und es hat mir unglaublichen Lesespaß gemacht. Ich habe das am Samstag unterwegs dabei gehabt, hatte eine längere Autofahrt und ja, ich habe das auf der Hinfahrt verschlungen, auf der Heimfahrt bin ich dann ja gefahren und ich fand das toll. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Ich kann diese Mangas wirklich nur empfehlen, wer die Serie liebt oder vielleicht auch mal Mangas liebt und sagt, fange ich mit der Serie an, guckt euch mal diese Mangas an, weil die wirklich der Serie, der BBC-Serie absolut nachempfunden sind. Und ja, ich finde auch immer wieder schön, wie es hier hinten den Hinweis gibt, dass man eben einen Manga anders liest. Und es ist tatsächlich die ersten zwei Seiten gewöhnungsbedürftig und dann ist es eher wieder komisch, zu einem echten anderen Buch zu greifen. Also es macht echt Spaß. Also es ist echt eine andere Art von Lesegenuss. Es ist auch irgendwie so ein Erlebnislesen, weil man eben Bilder hat. Ich meine, die hat man halt, kennt man aus der Kindheit vielleicht noch. Ich habe jetzt jahrelang keine Bilderbücher sozusagen angeguckt und ich finde diese Mangas wirklich eine tolle Erfindung und macht echt Spaß. Und ich freue mich sehr auf den dritten Teil, der dann im November folgen wird und ich gehe mal davon aus, dass wir alle Folgen der Serie wahrscheinlich auch als Manga sehen werden. Und ja, ich freue mich darauf. Freue mich auch schon wirklich dann in diesem Sinne dann auf November. Und ja, absolute Empfehlung auch für Leute, die sonst kein Manga lesen, so wie ich ja theoretisch auch. Dann geht es weiter mit dem Manuskript von Jackie Fellgut, ein Buch, das im August letzten Jahres bei Amazon erschienen ist. Kostet als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 3 Euro und ich habe mir das damals, ich glaube auch August, September, direkt geholt. Denn Jackie hatte ja letztes Jahr diese Challenge, 12 Bücher in 12 Monaten und hat ja wirklich jeden Monat ein Buch herausgebracht und ich bin ja auf sie aufmerksam geworden durch Hashtag Folge deinem Herzen, was letztes Jahr ein absolutes Sommerhighlight war und habe ja seitdem einige Bücher von ihr gelesen und mir war letzte Woche einfach mal, ich glaube am Freitag, mal wieder nach einem Fellgut und da dachte ich, da greifst du einfach mal zum Manuskript, das liegt schon am längsten auf deinem Sub
Und ja, das Buch hat 220 Seiten, hat sich dementsprechend dann auch relativ schnell natürlich lesen lassen und ist einmal eine ganz andere Art Buch von der lieben Jackie, die ja sonst eher ja, sehr lustige, fluffige Liebesromane schreibt mit Witz und Herz. Und hier haben wir tatsächlich schon ein sehr ernstes Buch, ein Buch, das sich wirklich so ein bisschen mit dem Leben und dem Sinn und den schönen Momenten beschäftigt. Denn wir sind hier in New York City und wir lernen Henry kennen und er schreibt seit 20 Jahren an einer Geschichte und hat einen Bestseller gehabt und kann auch von den Tantiemen nach wie vor so halbwegs ein bisschen leben, arbeitet aber im Grunde nebenbei noch in einem Callcenter und leidet die letzten Tage, in denen wir ihn im Grunde so zu Beginn erleben, an Kopfschmerzen. Und ja, wir lernen auch Emmy kennen, ein quirliges, junges Mädchen, das ich total lustig und humorvoll und sympathisch fand und die ich auch gerne als Nachbarskind hätte. Und Emmy ist immer mal bei Henry und guckt sich so das Schreiben ab und ihre Mutter muss sehr viel arbeiten und macht auch noch so eine Art Umschulung. Und so passt Henry immer mal auch auf die kleine Emmy auf, die glaube ich 12 oder 13 Jahre alt war. Und ja, eines Tages wird bei Henry eben festgestellt, dass die Kopfschmerzen von Tumoren im Kopf kommen. Und ja, er überdenkt dann so ein bisschen sein Leben, was er bisher tat, was möchte er im nächsten Jahr noch tun, solange er vielleicht die Möglichkeit hat. Und ja, da ist die kleine Emmy gerade zur rechten Zeit am rechten Ort, denn ja, sie zeigt ihm nochmal, wie schön das Leben sein kann. Und es war ein unglaublich berührendes Buch. Es war sehr tiefgründig, es waren tolle Charaktere, es waren ja ganz anderer Schreibstil, als den man sonst von Jackie gewöhnt ist, weil er doch sehr ernst ist. Wir haben abwechselnd so ein bisschen die Perspektive von Henry und dann auch von Emmy und es hat viel Spaß gemacht. Also es war wirklich sehr tiefgründig, es hat mich schmunzeln lassen, es hat mich aber auch ja, sehr nachdenklich gemacht. Und zwischendurch hatte ich auch immer mal so einen Kloß im Hals, gerade wenn man eben in der Familie selbst vielleicht Krankenfälle hat, die so ein bisschen nah an Tumore im Kopf kommen, macht einen da schon sehr ja, nachdenklich und auch ein bisschen rührselig. Und ich meine das überhaupt nicht negativ. Ich finde das wirklich, manchmal muss man eben auch diese Seiten des Lebens sehen, um dann wieder mit einem Lächeln davon rauszugehen. Und ich finde, das hat Jackie absolut wunderbar gemacht. Das ist wirklich eine tolle Geschichte geworden, die ja auch einfach zeigt, wie toll das Leben ist und dass man es sich schön machen kann und man eben nicht immer auf morgen warten soll oder dieser klassische Spruch, wenn ich mal Rentner bin oder dass man Dinge nur tut, wenn man halt im Urlaub ist oder solche Dinge, sondern dass man eigentlich jeden Tag in seinem Leben schön machen soll. Jetzt wird es natürlich total philosophisch, aber mir hat dieses Buch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte mir natürlich eine längere Geschichte gewünscht. Ein paar Szenen waren doch sehr schnell und auch einfach sehr schnell. Da hätte ich mir gerne noch so ein bisschen mehr gewünscht, aber ja, es war ja im Grunde Jackies 7. Buch und in dieser Zeit und da bleibt natürlich nicht viel Zeit, um jeden Monat einen 400-Seiten-Wälzer zu schreiben, deswegen ist die Anzahl der Seiten schon absolut okay, nur ich hätte gern an mancher Stelle so ein bisschen mehr gehabt, aber das ist einfach mein Empfinden. Ich finde, wer einfach mal sagt, ich möchte so eine Geschichte lesen und das vielleicht auch einfach mal an einem Wochenende, der ist natürlich mit der Seitenzahl absolut glücklich und hat da wirklich was von. Und es ist wirklich ein ganz anderer Jackie Fellgood und es hat mir unglaublich gut gefallen, auch diese Seite von Jackie kennenzulernen in ihren Büchern. An ihr selbst kenne ich diese Seiten schon und einfach, weil der private Austausch da natürlich da ist. Aber das so in Buchform zu lesen, war schon nochmal was ganz anderes. Und ja, liebe Jackie, viele Grüße an dich. Ich danke dir für die Geschichte natürlich und ich kann sie wirklich nur jedem empfehlen, der gerne mal so eine Lebensgeschichte lesen möchte, in der es ja nicht irgendwie um die Liebe zwischen Mann und Frau geht, sondern wirklich um die Liebe zum Leben. Und ich habe auch ein Zitat mir rausgeschrieben, da heißt es so schön, natürlich, es gibt keine neuen Geschichten, es gibt nur neue Sichtweisen. Und ja, das hat mir auch unglaublich gut gefallen. Dann habe ich, ich glaube Sonntag damit gestartet und jetzt gestern Nacht, also Mittwochnacht, habe ich es beendet. Ein Kuss aus Sternenstaub von Jessica Curry.
ich hoffe, man spricht sie so aus, ist erschienen am 10. Juli diesen Jahres im CBJ Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als Taschenbuch 10 Euro und als E-Book 9 Euro, hat ca. 450 Seiten und ich habe von der Autorin schon zwei Bücher gelesen, nämlich Die Einzige und auch Twin Island. Bei Twin Island war ich mir gar nicht im Klaren, dass das die gleiche Autorin wie Die Einzige ist, wie das manchmal so ist. Aber wie ich jetzt das Buch in meine Lovely Books Bibliothek gegeben habe, habe ich gesehen, oh, Twin Island kennst du doch auch. Ist zwar auch schon ein Stückchen her, aber waren zwei sehr, sehr gelungene Bücher. Und ich hatte mir ja, ja einen Kuss aus Sternenstab auch ja, aus dem Grund geholt, weil mir eben Die Einzige so in Erinnerung war von der Autorin und mir das damals eben sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, ich einfach gespannt war, was Jessica Curry uns jetzt im nächsten Buch im Grunde noch so ein bisschen erzählen wird. Und sie entführt uns hier in den Orient und wir treffen auf einer der mächtigsten Genie, ja, die es im Grunde gibt, auf Zara. Und diese war 500 Jahre in ihrer Lampe gefangen und ja, wird eines Tages von einem jungen Mann, den sie bereits in ihrer Lampe auch spürt, ja, gerettet oder heraus gekitzelt oder ihr wisst, wie ich meine, wenn man an der Lampe reibt, so wahrscheinlich eher. Und ja, stellt sich heraus, dass ihr Finder der Dieb ist Aladdin. Und da merkt man schon, ja, so ein bisschen geht die Geschichte in eine Art Adaption in die Aladdin-Richtung, aber sie hat eine ganz andere Grundstory, so ein paar Ideen sind ähnlich. Aber die Geschichte zwischen Zara und auch Aladdin ist schon etwas anders. Denn Aladdin hat einen Ring geklaut von, ich glaube, einem Prinzen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, der König war es nicht, klar, es war der Prinz. Und dieser Ring führte ihn eben zu der Wunderlampe. Und hinter diesem Ring waren aber auch noch andere her. Und so treffen wir auf so einige Diebesbanden und Prinzessinnen und Prinzen. Und alle wollen im Grunde, ja, die Lampe und die mächtigste Genie haben, die es im Grunde gibt. Und das alles hinter einer wunderbaren Kulisse. Ja, 1001 Nacht, es war wirklich unglaublich schön. Es war bildhaft erzählt und es entwickelt sich zwischen Zara, der Genie und Aladdin, ja, eine Art Liebesgeschichte, die aber nicht sein darf, dann wenn sich ein Genie in einen Menschen verliebt und noch umgekehrt, dann bedeutet das eben der Tod für beide und ja, damit ist das Los natürlich schon sehr schwer für die beiden. Ja, und diese Liebesgeschichte steht aber nicht wirklich im Vordergrund, beziehungsweise wird es in keiner Weise extrem kitschig oder sonstiges, sondern sie ist eben einfach Bestandteil dieser Geschichte und prägt natürlich die beiden Charaktere. Und es war eine Geschichte, die mir unglaublich gut gefallen hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich so eine Aladdin-Adaption, die im Orient spielt, irgendwie fesseln kann, begeistern kann. Aber sprachlich war das wirklich großes Kino. Es war an den richtigen Momenten ausführlich, tiefgründig und wirklich mit vielen Infos. Und es war auch an den richtigen Stellen ein bisschen rasanter, gerade was, wenn die Verfolgungen losgehen oder solche Dinge. Und dass man eben einfach so eine wunderbare Mischung hatte aus Szenen, in die man sich fallen lassen konnte und Szenen, die man einfach wunderbar in einem tollen Tempo erlebt hat, dass es nicht langweilig wurde, dass einem nichts gefehlt hat. Es war eine wunderbare Mischung, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und einfach diese Kulisse mit dieser bildhaften Sprache, die die Autorin hier verwendet, die wirklich, also man hat wirklich einen Film im Kopf. Ich fand das großartig gemacht. Ich habe die Landschaften gesehen, die Wüsten gesehen, die Diebesbanden, die Genie. Ich habe Aladdin vor mir gesehen, ich habe die Höhle. Also es war wirklich hammersprachlich erzählt. Hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Gerade der Einstieg, ich sag mal so die ersten 200 Seiten, das war wirklich so im Flux weggelesen gefühlt. Und dann dachte ich schon, huch, du bist ja schon fast bei der Hälfte, wie ist denn das passiert? Und auch dann die letzten Seiten, also die letzten 200 Seiten oder 250 Seiten, es ging rasend schnell gefühlt. Also man ist durch diese Geschichte wirklich geglitten. Es war wie wenn ein Film, wenn man im Kino sitzt und man das Zeitgefühl absolut verliert. Und das fand ich großartig. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mochte wirklich, wie diese Autorin schreibt, wie sie beschreibt, wie toll sie Charaktere entwickelt hat und auch diese weiterentwickelt hat innerhalb dieser Geschichte, die ja nur diesen einen Band beinhaltet. Also die Autorin braucht auch keine Trilogie, damit sich der Charakter entwickelt. Sie hat das auf 450 Seiten wirklich großartig gemacht. Und ich fand wirklich auch diese beiden Charaktere, unseren Dieb Aladdin und Zara, wirklich großartig. Das waren,
Also man hatte natürlich auch ein bisschen was zu lachen und zu schmunzeln. Es war aber auch wirklich einfach toll, ja, dieses Zusammenspiel dieser beiden und diese vielen Beweggründe, die alle Menschen um uns herum sozusagen haben, für diesen Ring, für diese Lampe und was das eben in der damaligen Zeit, wenn man es geschichtlich sozusagen betrachten möchte, wie das so funktioniert hat und was da die Beweggründe waren. Es war ganz, ganz toll erzählt, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Gegen Ende hin kam so mein einziger Kritikpunkt, es wurde mir fast ein bisschen zu Fantasy-lastig. Ja, es ist ein Djinn, natürlich ist das irgendwie Fantasy, aber es passieren so ein, zwei, drei Dinge, wo ich dachte, ha, das ist jetzt mir fast ein bisschen too much. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, dass das Ende nicht ganz so, wie ich es fand, war. Ja, aber ja, es war eine absolut tolle Geschichte und hat mir wirklich gut gefallen. Und wer Aladdin mag, wer Orient mag, wer so Tausend und eine Nacht mag, wer so ein bisschen magisch mag, wer mal eine Djinn-Geschichte mag, das ist ja im Fantasy-Wesen oder im Fantasy-Büchern sehr, sehr selten, dass es Djinn-Bücher gibt, der ist hier absolut richtig. Und ich finde es tatsächlich auch super schön, dass wir hier mal eine Genie haben. Das haben wir ja tatsächlich auch sehr selten. Wie es ja auch sehr selten Vampirgeschichten gibt mit weiblichen Vampiren. Ist euch das schon aufgefallen? Aber ja, von daher, das ist tatsächlich eher untypisch. Theoretisch trifft ihr immer das Mädchen auf irgendeine merkwürdige Kreatur und hier ist es tatsächlich einfach mal anders, was ich wirklich sehr, sehr schön fand und mir wirklich großen Lesespaß gebracht hat. Jetzt fallen mir hier meine Notizen runter. Ja, also eine tolle Geschichte, ein Kuss aus Sternenstaub, wirklich eine Empfehlung von mir für alle, die solche Geschichten gerne mal lesen möchten. Und dann habe ich jetzt nur noch zwei Bücher, die ich angefangen habe. Das eine ist ein Hörbuch, das ist Monster 1983, Geheimnis von Harmony Bay. Und zwar ist das von Iva Leon Menger. Und es ist ein Hörspiel, was im Grunde für Audible im Grunde gesprochen wurde, geschrieben wurde. Und diese erste Staffel gab es oder gibt es aktuell noch für einen halben Gutschein bei Audible. Deswegen habe ich jetzt auch zugegriffen. Man bekommt das Buch, also das Hörbuch, aber auch über Amazon oder auch in CD-Form als Hörbuch bei Lübbe Audio. Und das Hörbuch geht circa 11 Stunden. Ich habe mir das mal rumgerechnet mit einem anderen Buch. Man ist da so bei circa 440 Seiten. Und man kann auch jede Folge dieser ersten Staffel einzeln kaufen. Und es gibt 10 Folgen in dieser Staffel. Und jede dieser Folgen steht für einen Tag in der Geschichte. Es gibt bereits die zweite Staffel und es wird im Herbst auch die finale dritte Staffel geben und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und von den Sprechern, ich muss ehrlich sagen, es ist, glaube ich, seit langer, langer Zeit überhaupt mal ein Hörspiel. Ich höre ja sehr gerne Hörbücher, konnte mir bei Hörspiel gar nicht sowas vorstellen. Ich dachte, ist das nicht irgendwie merkwürdig, wenn man nur Leute sprechen hört und Hintergrundgeräusche. Und aber die Sprecher hier drin sind wirklich Bombe. Wir haben David Nathan. Ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel sagen. Der ist allen Hörbuchfreunden schon ein Begriff. Und man hat hier neben David Nathan, der ja die Synchronstimme von Johnny Depp und auch von Christian Bale ist, viele andere Synchronstimmen. Und das Geile daran ist, wenn man diese Synchronstimme erkennt, dann läuft im Kopf der Film mit den Schauspielern ab. Und wir haben zum Beispiel dabei Louisa Helm, das ist die Synchronstimme von Scarlett Johansson. Wir haben Udo Schenk, der spielt zum Beispiel Gary Oldman, allerdings nicht die Synchronstimme in Harry Potter. Er spricht Kevin Bacon und er spricht auch Ralph Fiennes, was dann wieder erklärt, warum er nicht Gary Oldman bei Harry Potter gesprochen hat, weil da natürlich Ralph Fiennes auch Voldemort gesprochen hat und es da einen Konflikt gegeben hätte. Aber sehr, sehr geil. Er spielt mit sozusagen. Florian Halm, der spricht Jude Law und Colin Farrell. Das war eine geile Mischung. Bei mir ist das Colin Farrell, da kriege ich aus dem Film, aus dem Kopf gar nicht raus. Dann haben wir Till Haken, der spricht Kevin Spacey. Einfach grandios. Und er spielt hier auch eine Rolle, die perfekt zu seiner Rolle in House of Cards passt. Und dann haben wir noch Bettina Weiss, die zum Beispiel auch Sandra Bullock spricht. Und wenn man diese Stimmen, es gibt auch Nebenstimmen, wir haben auch die Synchronstimme von Sarah Michelle Gellar dabei. Zum Beispiel, die spielt eine Radiomoderatorin. Und also es gibt ganz, ganz viele Stimmen, die einem dann bekannt vorkommen, die auch immer mal nur so zwischendurch auftauchen.
Und man hat aber so einen Schauspieler im Kopf. Und dann haben die Charaktere eben direkt Gesichter. Denn wir haben natürlich keine großen, in einem Hörspiel keine großen Charakter, also Beschreibungen der Menschen, weil es ja wirklich nur die Dialoge sind und Geräusche sind. Und was die nicht besprechen, das wissen wir natürlich auch gar nicht. Und es ist geil. Ich kann schon so viel sagen, ich bin totaler Fan. Ich habe, glaube ich, jetzt so grob die Hälfte und werde mir jetzt für meine Reise auch vorher noch die zweite Staffel holen, weil ich denke, dass ich da auf jeden Fall weiterhören werde, dann im Bus sitzend. Und ich habe ja 3,5 Stunden Fahrt grob oder 4 Stunden, vielleicht macht man auch mal eine Pause. Das weiß man ja bei diesen Busfahrten nicht. Und ich finde das so geil. Ich finde, das ist so geil gesprochen, dieses Hörspiel. Ich hätte das nie gedacht, dass mich da so begeistern kann. Und ich danke allen, die mich angefixt haben, zum Beispiel auch Sandra. Ich packe ihren Kanal auch mal in die Infobox, die mir, glaube ich, schon seit einem Jahr sagt, Steffi, hört ihr das an? Steffi bis jetzt nicht gehört hat, aber jetzt hat sie es gemacht. Und ich freue mich jetzt wirklich auf die Geschichte, wie die hier weitergeht. Denn wir sind, jetzt kommen wir mal zur Story, wir sind in Oregon, nämlich in Harmony Bay. Das ist ein klitzekleiner Ort und wir sind eben im Sommer 1983. Und der neue Sheriff Cody zieht zusammen mit seiner Tochter und seinem Sohn aus dem sonnigen Florida nach Oregon, denn die Mutter, also die Frau, ist gestorben und er hat hier eben die Sheriffsstelle angenommen und trifft dort auf seine Kollegin Taylor und den Deputy Landers. Und der vorhergehende Sheriff ist irgendwie verschwunden, war auf einmal nicht mehr da. Und während der Arbeiten geht, lernen wir auch zum Beispiel die Babysitterin von der kleinen Amy kennen. Wir lernen die Freunde von Michael, dem Sohn, kennen. Wir lernen allerlei Menschen in diesem Harmony Bay kennen. Und es passieren dann sehr gruselige Morde. Und das Hören, das ist irgendwie, es ist eigentlich wie ein Gruselfilm, wie ein Horrorfilm. Es geht direkt in den Kopf. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich finde das grandios. Und ich bin jetzt, wie gesagt, so vielleicht noch nicht ganz bei der Hälfte. Ich habe, glaube ich, erst 5 von den 11 Stunden oder 4 3/4. Na, ich wollte es ja eigentlich aufheben für die Fahrt, aber ja, ich konnte mich ja nicht zurückhalten. Aber es macht einfach Spaß. Also ich höre bei jeder Gelegenheit, ich höre unterwegs im Auto. Ich habe in der Mittagspause, glaube ich, Montag, Dienstag gehört. Mittwoch habe ich dann den Musso gelesen. Ich finde das großartig. Hörstöpsel rein und man sitzt einfach dann draußen, man guckt in seinen Garten und genießt das Hörbuch. Und das ist echt gruselig. Es ist echt creepy. Und ich weiß nicht, ob man es nachts im Bett hören sollte. Weiß ich nicht, aber es hat mir bisher unglaublich gut gefallen. Es ist wirklich spannend, es passiert viel und durch diese reinen Dialoge mit Geräuschen und was erzählen die so miteinander, das ist einfach toll. Es ist etwas ganz anderes als ein normales Buch, auch was ganz anderes als ein Hörbuch. Es macht einfach Spaß. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich bin echt begeistert. Ich bin sehr gespannt, wo die Geschichte noch hingeht, was da noch passiert und kann mir einfach sehr, sehr gut vorstellen, dass ich direkt dann mit der zweiten Staffel in meinem Urlaub weitermache, weil ich natürlich in meinem Urlaub auch gerne einfach mal irgendwo sitze und nichts tue. Und da kann man natürlich ideal auch ein Hörbuch hören, weil man dann halt trotzdem einfach so die Augen mal entspannt und einfach gucken lässt und die Weite genießt. Oder wenn man mit dem Rad unterwegs ist und an irgendeinem See sitzt, ein Hörbuch rein und man kann trotzdem einfach die Landschaft genießen. Und ja, es ruft förmlich Urlaub. Aber ich denke, in der nächsten Bücherwoche kann ich dann abschließen, was zur ersten Staffel auf jeden Fall erzählen. Aber ich habe, glaube ich, schon genug geschwärmt. Und dann habe ich jetzt die ersten 50 Seiten gelesen in Das Mädchen aus Brooklyn von Guillaume Musso. Das Buch ist am 2. Juni diesen Jahres im Piper Verlag erschienen, kostet broschiert 17 Euro und als E-Book 15, hat knapp 500 Seiten. Und das lese ich zusammen mit der lieben Chiara vom Kanal Books and Bakery. Ihr findet ihren Kanal natürlich unten in der Infobox. Ja, wir sind da spontan drauf gestoßen, dass wir das Buch beide haben und haben dann gesagt, Mensch, es wäre doch auch mal schön, wenn wir beide gemeinsam ein Buch lesen. Und da haben wir uns jetzt den Musso ausgesucht, dann eben auch im August. Und ich freue mich heute schon auf jeden Fall auf den Leseabschnitt. Ja, wir lernen den Schriftsteller Raphael kennen, der mit seinem kleinen Sohn Theo in Paris lebt. Und die Mutter von Theo hat sich relativ schnell nach seiner Geburt Richtung USA aufgemacht und hat bei Google begonnen. Eine sehr karrieregeile Frau, mehr kann man dazu nicht sagen. Und Raphael verliebt sich in die Ärztin Anna.
Und sie hat ein Geheimnis vor ihm und das zeigt sie ihm via eines Bildes direkt im Urlaub. Und er flüchtet dann aus dieser Situation, merkt viel zu spät, vielleicht ist das alles irgendwie aufklärbar. Und dann ist aber Anna verschwunden. Und wir gehen jetzt auf die Suche nach Anna. Wir gehen auf die Suche nach dem, was auf diesem Bild passiert ist. Das möchte ich nicht spoilern. Und es war ein toller Einstieg. Ich habe erst 50 Seiten oder ein bisschen was über. Mehr kann ich noch nicht sagen. Es war ein sehr toller Einstieg, ein sehr schneller Einstieg. Es ist ein toller Schreibstil. Man hat gefühlt irgendwie gleich 5 Stories in der Story, die man irgendwie lösen möchte. Man hat so eine wunderbare Schatzsuche, so eine, Chiara gestern genannt, so eine wunderbare Schnitzeljagd. Und das fand ich wirklich toll. Und es ist bereits nach den ersten 2 Kapiteln unglaublich spannend und das hat Musso wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also sprachlich und auch spannungstechnisch wirklich großartig und hat mir wirklich bisher Spaß gemacht. Habe mich auch gestern Abend dann schon mit Chiara ausgetauscht. Auch ihr hat der Einstieg super, super gut gefallen und wir haben, glaube ich, 9 Leseabschnitte lesen, also bis Mitte nächster Woche. Und ich bin da weiterhin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und wie es dann uns final gefallen hat, das natürlich dann in der nächsten Bücherwoche. Und dann habe ich diese Woche tatsächlich auch noch ein bisschen in der Flow gelesen. Das ist jetzt abschließend, glaube ich, so gewesen. Ich habe die ja in der vorletzten Woche, glaube ich, gekauft und habe jetzt darin zu Ende gelesen. Das Größte und Wunderbarste ist das Einfachste, hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Also ich bin ein großer Fan der Flow, das ist wirklich die ich immer kaufe, die ich auch ohne die Themen darin gelesen zu haben, immer wieder mitnehme. Wir haben hier den Minimalismus. Ich meine, es ist ein großes Thema bei mir, hatten wir hier drin auch Gespräch, das Interview und der Artikel sehr, sehr gut gefallen. Gelassene Arbeiten, fände ich auch sehr tolle Tipps. Es gibt ein Interview mit einer Wohnbloggerin und wir haben auch so ein bisschen ein paar Do-it-yourselves und ich finde auch hier diesmal das Cover super schön und es sind diesmal Fotografien sozusagen enthalten in Schwarz-Weiß von Berühmtheiten hier von Pablo Picasso und hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich habe, glaube ich, wirklich bis auf dieses Gekoche hier, was mich nicht so angesprochen hat, wirklich alles gelesen. Ja, die Wohlfühlküche, das war nicht so meins, das hat mich nicht so angesprochen. Habe ich alle Artikel gelesen und mache das ja wirklich gerne früh, so die erste Viertelstunde im Bett. Rollo hoch und 10 Minuten einfach mal noch so einen Artikel gelesen und das ist für mich so der perfekte Einstieg in den Tag und fand ich großartig, hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja, was gab es noch diese Woche? Ich glaube, man sieht es, ich habe das glaube ich zu Beginn jetzt gar nicht gesagt, ich war beim Friseur an meinem letzten Arbeitstag, zu früh bin ich nochmal zum Friseur gegangen, sie sind wieder etwas kürzer und es ist mir fast eine Spur zu kurz hier oben, aber ich denke, in 2 Wochen sieht das genauso aus, wie ich mir das vorstelle. Es ist natürlich immer so ein bisschen ungewohnt, nach dem ersten Haare waschen sieht es noch nicht so ganz aus, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich glaube, ich musste auch dann noch einfach mal mit dem Kletteisen ran, aber ich bin einfach ein Kurzhaarmädchen und mir gefällt das unglaublich gut. Also ich finde, es ist einfach das, was ich auch bin. Ich bin einfach kein Mädchen mit langen Haaren. Auch wenn ich Bilder sehe, wo ich lange Haare habe, denke ich mir immer, Steffi, das bist du überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, im Sommer ist das natürlich mega praktisch. Man kann natürlich mit langen Haaren auch einen Zopf machen. Das geht bei mir nicht. Aber ich finde das, also mir gefällt das an mir einfach am besten. Ich fühle mich damit auch wirklich wohl, auch mit dem Blond nach wie vor. Ich habe überhaupt nicht den Drang, dieses Jahr irgendwie dunkel zu werden, was ich ja sonst im Sommer werde. Ich bin da ja so ein Jahreszeiten-Haarfarbe-Mädchen. Ja, ähnlich wie Laura Newman, die im Sommer ja immer rot wird und im Herbst braun, werde ich im Sommer braun und im Winter hell. Dieses Mal ist, ich mag das Helle einfach unglaublich. Also ich finde auch, dass ich das mit diesen Farbmischungen, die ich zurzeit verwende, wirklich relativ gut hinbekomme, wenig Gelbstich habe und ich finde es einfach sehr, sehr schön und ich finde, es passt auch einfach so zu meinem Gemüt und ich brauche auch dieses Helle, was mich einfach so ein bisschen weiterhin aufheitert, denn es ist ja noch nicht alles so so rund in der Familie, die Probleme, die es so seit 3-4 Monaten gibt, die bestehen ja weiterhin, also wo ich auch damals diese kleine Auszeit hatte
Und da braucht man dann eben einfach so ein bisschen was, was einen aufheitert, wenn man in den Spiegel guckt. Und das ist so jetzt auch mein Urlaubslook. Mehr als ein bisschen Mascara gibt es theoretisch im Urlaub meistens nicht. Also man geht abends mal weg, dann gibt es noch Lippen, aber also bunte Lippen. Aber ja, also ich fühle mich da sehr wohl und man sieht es ja, ne, da kann man nicht viel machen. Das war diese Woche auch etwas, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, dass es zum Friseur geht. Dann gab es die dritte Folge der 7. Staffel und das Hangout hat diesmal am Mittwoch bei Phil stattgefunden. Irgendwie haben wir es Dienstag alle zeitlich nicht geschafft und auch am Mittwoch ging es bei einigen, auch bei mir selbst leider zeitlich nicht. Dementsprechend waren beim Hangout neben Phil auch Paddy und Vilja. Und die Folge war sehr, sehr gelungen. Also es gibt mittlerweile leider tatsächlich so ein paar Logiklöcher, die sich bei mir auftun, wo ich denke, kann man machen, anders wäre schöner gewesen. Aber es ist halt nur meine Meinung. Also es ist, ich geistere auch durch zu viele Foren und wo auch solche Logiklöcher da mal besprochen werden, wo ich denke, zum Glück sehen es mal noch ein paar andere Leute anders wie ich oder gleich wie ich, je nachdem. Und ich mag es unglaublich, mich auch mit diesen Folgenbesprechungen zu beschäftigen, zu gucken, was ist anderen aufgefallen, welche Gedanken haben andere. Und das ist natürlich auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe auf jeden Fall ein Thema, wie wurde was empfunden. Es gab auch so einige Momente in der Folge, über die man doch sehr nachdenken kann, die aber keine Antwort zurücklassen und man einfach nur hofft, dass es irgendwann eine Antwort gibt und dass es irgendwann erklärt wird. Und sehr schön war tatsächlich in der Folge, dass viel Bezug genommen wurde auf Dinge aus anderen Staffeln. Das war ja in Game of Thrones früher tatsächlich in der Serie viel häufiger der Fall, dass irgendwas in Staffel 1, 2 angeteasert wurde, das dann in Staffel 3, 4 irgendwie wieder aufgegriffen wurde und sich dann ein Kreis geschlossen hat. Und gefühlt so in der 6. Staffel gab es das sehr, sehr wenig. Also es gab so einen großen Moment in der 6. Staffel, wo man echt gemerkt hat, da ist er wieder. Und dann hat man das aber sehr selten. Und in dieser Folge hatte man wirklich sehr viele so kreisschließende Momente, die ich sehr gut fand. Und es war wirklich eine tolle Folge und ich freue mich auf Folge 4, die ich diesmal nicht um 5 Uhr anschauen werde, da ich ja Urlaub habe. Und aber ist direkt, wenn ich aufstehe, ist wahrscheinlich das erste direkt, dass ich Game of Thrones gucken werde. Damit ich einfach jedem Spoiler unter Tage aus dem Weg gehe, aber ich werde deswegen nicht um 5 aufstehen. Ich werde Montag wahrscheinlich ein bisschen länger schlafen, weil ich ja von einer Reise zurückkomme und wahrscheinlich da ein bisschen platt sein werde, aber es wird so ziemlich das Erste sein, was ich dann am Montagvormittag tun werde. Der nächste Hangout wird dann, ich denke, auch Dienstag, Mittwoch wieder sein. Guck da einfach in die Social Media-Kanäle von uns, egal Facebook, Instagram, und da werdet ihr das dann auf jeden Fall sehen. Und dann habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe den Fehler gemacht, Sonntagabend nochmal den Fernseher einzuschalten und bin da auf einen Film gestoßen, den ich lieber nicht zu Ende geguckt hätte. Ich kam auch nicht ganz pünktlich, habe glaube ich auch so die erste Dreiviertelstunde verpasst. Konnte aber dann nicht mehr wegschalten und habe mich unglaublich über die Werbung geärgert. Es war Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das Buch von John Green ist ja ein absolutes Highlight-Buch. Es ist ja wirklich ein Buch, was mich immer wieder sehr berührt. Ich glaube, auch ein Buch, was ich schon dreimal gelesen habe. Und der Film, er packt einen. Er nimmt einen einfach mit. Es ist eine tolle Buchverfilmung. Ich mag die Schauspieler. Ich mag, wie das umgesetzt wurde. Ich finde das toll. Ich liebe die Geschichte. Und jeder, der sie noch nicht gelesen hat, sollte es unbedingt mal tun. Und hat mir unglaublich gut gefallen. Es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich werde ich mal wieder nach dieser Geschichte. Und ich sie mir jetzt direkt mal auf Englisch bestellt habe, weil ich habe sie bis jetzt ja nur als E-Book in Deutsch hier und auch als Buch in Deutsch hier oben irgendwo stehen. Und ich dachte mir, das nächste Mal, wenn du sie liest, liest du sie in Englisch. Und habe sie mir gebraucht. Ich glaube, auf Amazon für 2 Euro gekauft, plus 2,10 Euro, glaube ich, Porto. Und bin jetzt sehr gespannt, wann die bei mir eintrudelt. Ich glaube, so um den 7. irgendwas stand bei Amazon drin und freue mich da sehr. Und
In diesem Sinne wünsche ich euch nun ein schönes Wochenende und lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Ich bin natürlich auch immer neugierig, was ihr gerade so lest oder vielleicht auch, was ihr an Film- und Buchempfehlungen habt. Immer in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Oder ob ihr vielleicht auch Einzelbücher, die ich gelesen oder gehört habe, auch schon kennt, dann natürlich gerne in die Kommentare. Lasst uns da ein bisschen austauschen. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.